Gänsehaut pur, das emotionale Highlight des Abends. Mit dem Song Volle Kraft voraus sorgt Rolf Stahlhofen von den Söhnen Mannheims für die Überraschung des Abends. Ohne Dirigentenstab, dafür mit ganz viel Gefühl. Ich habe nach dem Lied ein Kloß im Hals gehabt vor Rührung. Es war wunderschön. Für eine Überraschung der etwas anderen Art sorgt Mandy Grace Capristo. Die 27 Jahre alte Sängerin dirigiert den Titelsong aus Forrest Gump. Und das mit ganz viel Körpereinsatz. Versucht da etwa jemand mit optischen Reizen abzulenken? Wie intensiv haben Sie sich vorbereitet? Nicht so wirklich viel, da ich gerade viel am Arbeiten bin und man natürlich keine Probe mit dem Orchester hat. Und ich glaube, man hat auch gesehen, man macht dann alles eher so ein bisschen aus dem Feeling. Eine Menge Gefühl also, von dem besonders bei den Männern im Publikum viel ankommt. Mandy Grace war wirklich ganz vorne. Es war ein rundum sorglos Paket, muss man wirklich sagen. Es hat von allem die gewissen Reize gesetzt und war definitiv unter den Top 3 bis jetzt. Also ich finde, sie hat eine tolle Figur. Ich fand die ganze Erscheinung toll. Vorne wie hinten. Also ich habe auf die Schuhe geguckt. Die waren ja heiß, ne? Ja, die Schuhe. Für Stimmung bei Männern und Frauen sorgt er, KiKA-Moderator Juri Tetzlaff. Bei seinem Auftritt explodiert das Stimmungsbarometer. Mit Brahms ungarischem Tanz Nummer 5 reißt er das Publikum mit und wird so zum Liebling von Laien und Profis. Der absolute Favorit war Juri Tetzlaff mit seinem ungarischen Tanz. Der hat wirklich alles gegeben. Der war mit Körperspannung musikalisch, hat das Publikum mit einbezogen, hat das Orchester wirklich geführt. Der hat sich dann ja so zum Publikum gewandt und hat das mit einbezogen. Das fand ich schon sehr souverän. Bei so viel Souveränität ist das Dirigieren doch vielleicht eine zweite Karrierechance. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Als Rampensau wie ich steht man gerne vorne, steht gerne im Mittelpunkt. Und als Dirigent, da bekommt man eine ordentliche Portion von diesem Rampenfeeling ab. Aber ich glaube, moderieren ist mir doch lieber als dirigieren. Bei den Prominenten bleibt das Dirigieren eine einmalige Erfahrung. Obwohl es sich bei dem Erlös von 25.000 Euro vielleicht gelohnt hat. Das Geld geht zur Hälfte an die Kinderfeuerwehr und ein Gartenbauprojekt für Schulen in Mannheim. Den Rest bekommt das Nationaltheater.